Noch ein ganz bezauberndes Aquarell von Lorenzo Quaglio, was eine Hofjagd von König Maximilian II. Zeigt. Und hier ist offensichtlich eine Rast dargestellt und es gab immer guten Wein dabei und ein Fass Bier. Und der Flügeladjutant Sauer berichtet über vielleicht sogar genau diese Szene in einem der Briefe, was ich euch jetzt noch vorlese. Der schreibt da nämlich: Nach dem Dinner legte sich die ganze Jagdgesellschaft mit seiner Majestät dem König unter einen schönen Ahorn ins Gras. Eine Art Siesta, die unser guter Monarch sehr liebt und die du dir nicht malerisch genug vorstellen kannst, da sie entschiedene Ähnlichkeit mit einem eleganten Banditenlager hat. Der Karl Theodor von Sauer berichtet in seinen Briefen auch über diese Jagden in Berchtesgaden. Da schreibt er zum Beispiel anlässlich einer Jagd 1883: Die Königin bestieg mit uns einen geeigneten Berg, dessen Spitze gerade unseren Jagdplatz dominierte und sah so unseren Heldentaten zu. Ich bin diesmal ganz außerstande, den heutigen Jagdplatz an der Mühlsturzklamm gelegenen Standpunkt zu beschreiben. Ich hatte auf einen bereits vom Kronprinzen angeschossenen Hirschen gefeuert. Ihr wisst ja, dass der König Max den Ludwig gezwungen hat, dass er mit auf die Jagd geht, was der Ludwig verabscheut hat. Und vielleicht hat er ja gern vorbeigeschossen. Und er hat sicher andere Sachen im Kopf gehabt, denn vom gleichen Tag gibt es einen Tagebucheintrag von ihm. Und vielleicht spricht er da genau von diesem Jagdgehilfen. Er hat anscheinend mehr von Siegfried geträumt und schreibt da: Segemüller, schöner Mann, Siegfried ganz ähnlich.